Hallihallo! Heute werde ich euch einfach mal kurz erklären, wie ich die jetzt schon vorhandenen Teile von meinem Ersa-Cosplay gemacht habe. Weil ich die zum Teil schon angefangen habe, bevor wir beschlossen haben, eben diese Videos zu drehen und zum anderen, weil ich ständig vergesse zu filmen. Los geht's! Erst habe ich das hier, ihre Halskette, meinen Halsumfang abgemessen, habe dann das Band ausgeschnitten, dann habe ich geguckt, wie breit das Ding ist, Kreis, ausgeschnitten, zwei kleine Vögelchen, alles erhitzt, aneinander gewappt, passt. Habe ich diesen Kopfschmuck hier fertig, auf jeden Fall den Kopfumfang gemessen. Worauf ich achten musste, war, dass das mit der Perücke ein bisschen breiter ist noch als sonst. Das allerdings unter die Perücke auch noch ziehen würde, also es war ein bisschen kompliziert, aber auf jeden Fall funktioniert es. Formen hier ausgeschnitten von diesen Flügeln und habe die dann hier dran geklebt. Und dann habe ich sie noch so ein bisschen erhitzt und zur Seite gebogen, das sieht man hier. Das sind die beiden Schulterrüstungen. Ich zeige euch. Da habe ich einfach hier, das ist, also hier ist der Arm, so sitzt das, und dann ist das hier, da ist ein bisschen Platz zwischendrin. Also ich habe zuerst, habe ich die Form hier ausgeschnitten. Das habe ich einzeln gemacht, also ich habe hier, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, ich habe es auf jeden Fall hier zusammengeklebt. Gott, bin ich heute verwirrt. So vier kleine Stückchen, noch zwei für das andere, habe die dann vorne zusammen, letztendlich hier so dran geklebt. Hier habe ich ein bisschen noch weiter, das ist das hintere Teil. Hier habe ich ein bisschen überstehen gelassen, weil da hinten eh noch was dran kommt. Dann kann ich die direkt verbinden. Und hier musste ich abschneiden, weil man das vorne ja nicht sehen soll. Ja, das Ganze habe ich dann zweimal. Blume für die Brustrüstung. Und habe auch schon die ersten Teile von eben dieser Rüstung. Ja, kann ich mal zeigen, die kommt dann hier so in etwa drauf. Was ich hierfür gemacht habe, ich war auf BH-Suche. Ich habe so einen aus dem H&M, die waren für 5 Euro, habe ich den gefunden. So grau-silber, weil das wird ja letztendlich grau, beziehungsweise ja, grau-silber eben. Und ich brauche eindeutig eine Form unten drunter, was das hält. Den kann ich eben ganz BH-mäßig anziehen und so muss ich mir darum keine Sorgen machen. Dann habe ich hier das ausgeschnitten, habe zuerst das draufgeklebt, das untere Teil, dann das obere Teil. Und das habe ich hier, also es hält ziemlich gut am Stoff, aber ich habe es hinten auch nochmal einfach umgeklappt, damit es besser klebt. Und später werde ich dann noch, wenn ich das Ganze mit Gesso und so weiter eingeschmiert habe und die Farbe drauf habe, kommt dann eben hier diese Blume drauf. Heute habe ich dann den unteren Teil von der Oberkörperrüstung gemacht. Auf jeden Fall habe ich 6 Stücke gemacht, links und rechts. Bin hier unten dann eben so runter, habe die Stücke da hinten zusammengeklebt und habe mich dann langsam bei allen vorgearbeitet, um die alle, sieht man hier, was hier ein bisschen dicker ist, hier dunkler, zusammenzukleben und dann eben am Körper anzuformen. Hatte. Ja, das war's von meiner Seite aus. Man sieht sich demnächst. Sayonara! So, und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann wartet einfach auf das nächste Video. Dort werde ich dann hoffentlich auch ein bisschen mehr gefilmt haben, als nur, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht und so habe ich das und das gemacht. Ja. Sayonara!